Malmsheimer! Ja, Entschuldigung. Was ist das? Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe Ihnen wohl die Flasche für die All-Inclusive-Touristen gebracht. Aber. Das ist ja furchtbar. Jetzt gehen die drei aufs Haus, aufs Europäische. Na, hoffentlich ist das jetzt mal ein anständiger Anfang, mein Lieber. Ja, nur 30, 60, 90, das macht 90 Euro. Jemand einen Deckel? Ja, Moment mal, bei allem Verständnis für die griechische Finanztragödie, das ist doch Beschiss. Na, schon der große griechische Philosoph Demis Rousseau sagte. Die Griechen sind auch nicht korrupter als die anderen, nicht? Weil die sind sogar wenigstens stolz drauf. Malmsheimer, können wir bitte mal ernsthaft darüber reden? In Deutschland ist immer alles so komplizierter. Hotels ist einzig Chaos. Wenige Mehrwertsteuer für Schlafen, viel Mehrwertsteuer für Essen. Ich meine 7% Mehrwertsteuer fürs Wasser im Badezimmer und 19% Mehrwertsteuer fürs Wasser beim Frühstück. Die lachen sich doch tot. Ja, natürlich lachen die, weil die Griechen gar keine Steuern zahlen. Ja, bitte, Entschuldigung, aber Steuerhinterziehung ist nicht zum Lachen. Malmsheimer, geht das nicht in Ihre Birne, aha, Helene? Ich meine, die sind clever, das ist bei denen legal. Natürlich wird in Griechenland kein Hotel besteuert. Haben Sie schon mal ein griechisches Hotel gesehen? Die sind alle nicht fertig. Entweder kein Dach, keine Treppen oder kein Balkon. Ja, das ist mediterranes Dösen halt. Nein, das steht bei denen im Gesetz. Solange ein Haus nicht fertig gebaut ist, braucht man dafür keine Steuern zu bezahlen. Das machen die ganze Zeit so. Schauen Sie sich die Akropolis an. Diese Euro-Schänder sind doch nur der Anfang. Ja, und was für ein Anfang? Der Anfang vom Ende sind sie. Das europäische Haus, das auf schnödem Mammon erbaut ist, wird vor unseren Augen noch zerbröselt auf diese Art. Ja, so wird's kommen. Und? Schon der große Alexis Sauers hat gewusst, hast du je gesehen, dass etwas so schön zusammengekracht ist? Wollen wir noch einen nehmen? Nein, danke, wird mir zu teuer allmählich. Muss los, mein Metaxameter läuft. Also Malmsheimer, ja. Darf ich das mal sagen? Also, Sie machen sich mit Ihren Alexis Sorbas-Sprüchen ein bisschen einfach. Ja. Gut essen, trinken, Serdaki zu Sonnenuntergang, das kann ja wohl nicht alles sein, was uns Griechenland von Sokrates bis Plato hinterlassen hat. Richtig. Gnoti Seoton. Gibt's davon auch eine Übersetzung? Erkenne dich selbst. Ja, das mache ich bei Gelegenheit. Ich wollte wissen, ob es eine Übersetzung davon gibt. Das ist die Übersetzung. Ach so. Und was soll mir das jetzt sagen? Ja. Sag mir, wer du isst, und ich sag dir, wer du bist. Ja, zum Beispiel auch. Vor allen Dingen aber, dass Essen, Trinken und Tanzen Leib und Seele zusammenhält. Und wer anderen Wein anbietet, sollte selbst kein Wasser im Becher haben. Also, jetzt mal ein Zahner. Was denn? Sie bleiben mir zu sehr an der Oberfläche, zu sehr beim Konsumgedanken. Sie lassen mich ja auch nicht ausreden. Ich wollte gerade der schöpferischen Kraft der Herstellung von Speisen das Hohelied singen. Oi, da sollten Sie es aber nicht übertreiben. Sonst wären Sie zur Kochsendung von Lanz versetzt. Was habe ich Ihnen getan? Was? Warum hassen Sie mich so? Was ist denn? Gehen Sie! Gehen Sie! Warte, retro! Was habe ich denn gesagt? Markus Lanz! Habe ich etwas Schlimmes gesagt? Ich bin der festen Auffassung, es ist ein Indiz, oder besser das Indiz für die Nicht-Überlebensfähigkeit der menschlichen Rasse, ist die Tatsache, dass es Leute gibt, und jetzt halten Sie sich fest, oder jemand anders, Zettel raus, Stifte, das ist ganz wichtig, sollen Sie auch mit nach Hause nehmen. Also, es gibt Leute, meine Frau hat es auch nicht glauben wollen, ich habe gesagt, schau doch hin, jetzt weiß ich es. Also, es gibt Leute, bitte unterbrechen Sie mich ständig, sonst komme ich nie über die Stelle weg. Es gibt, bitte, 3 Minuten Aufmerksamkeit, gleich wird es schon wieder lustig. Es gibt Leute, jetzt kommt es, bitte, die Schwächeren stützen jetzt die Stärkeren. Es gibt Leute, Obacht, dann kommt's. Es gibt Leute, die sich beim Kochen filmen lassen. Jetzt sind Sie dran. Das muss man sich mal vorstellen. Was geht denn in denen vor? Geht denn in denen noch was vor? Ach, hören Sie auf jetzt. Das ist doch kein Grund zu applaudieren. Da muss man sich doch Sorgen machen. Sich beim Kochen filmen zu lassen, lasse ich mich beim Kacken abzeichnen oder was? Wie kommt denn auf so eine Idee? Das Fernsehkochen kam in den 70er Jahren über uns. Ähnlich wie der Ebola-Virus. Der kam aus Ostafrika, das Fernsehkochen kommt aus Mainz. Scheint aber die gleiche Ecke zu sein. Einer der berühmtesten Fernsehköche der Republik war der unglaubliche Max Inziger. Der großartige Max Inziger, der Inziger-Max. Aber er hatte ein Problem. War ja Fernsehen und er hatte nur 1 Minute 30 Zeit. Und wenn Sie jemanden kennen, der schon mal gekocht hat, dann wissen Sie, dass in 1 Minute 30 noch nicht mal Wasserfieber bekommt. Richtig? Richtig. Also hat sich Max Inziger den großartigen Satz einfallen lassen, ich habe hier bereits einiges für Sie vorbereitet. Und das stimmt auch. Der hatte 8 Warmhalteplatten, da waren 8 Gerichte drauf und er hatte 1 Minute 30 Zeit, die 8 Platten anzuwerfen. Ein begnadeter Aufwerber. Und er hatte immer, die Älteren werden sich erinnern, er hatte immer dieses Zick-Zick-Zillis dabei. Wir sind doch Zick-Zick-Zillis, das war so ein durchsichtiges Töpfchen und da rotierten so Messer, wenn man oben auf so einen Knopf hatte. Verstehen Sie? Da konnte man Zwiebeln mit klein hacken, damit die Finger nicht so nach stanken. Nicht? Oder Bauschutt, was gerade in der Küche einfiel. Und das Verkaufsargument war, werde ich nie vergessen, es ließ sich so einfach reinigen. Und das stimmt auch. Man musste es einfach reinigen. Dazu musste man es sehr kompliziert auseinanderbauen. Und dann stanken die Finger 14 Tage nach Zwiebeln. Aber eben nach und essen die 70er Jahre. Ah, wenn Max Inziger auch nur geahnt hätte,
dass seine Bemühungen dermaleinst in Johannes B. Kerner oder Markus Lanz mündeten, dann hätte er sich entleibt oder wäre in die Mandschurei ausgewandert. Das macht doch keinen Appetit, diesen Kardinalhämatomen dabei zuzusehen, wie sie wehrlose Eier zerschlagen und Billy in Rotwein aus Blumenvasen trinken. Ich bitte Sie. Und, das ist ganz wichtig, das werden Sie nicht wissen, deswegen ist der Onkel gekommen, es Ihnen zu erklären. Also, bitte, wenn im Fernsehen gekocht wird, dann duftet es nicht. Schon mal gemerkt? Nicht ein Gramm Duft kommt aus dem Lautsprecher, richtig? Richtig. Wenn ich aber zu Hause in meiner gusseichernen Pfanne 2-3 Esslöffel des rechtsdrehenden, kaltgepressten Olivenöls mit Fachabitur sanft, aber nachhaltig erhitze, dann eine Zwiebel, eine Schalotte, eine Helga, was gerade da ist, würfle und im Öl schön glasig schmurgele. Und dann, weil mir so danach ist, den einen und selbstverständlich auch seinen Bruder, den anderen, Würfel Bauchspeck hinzugeben und dann Zeuge werde, wie der Duft den Pfannenrand überwindet, zäh viskos am Herd herabtropft, auf dem Küchenboden würmelnd nach meinen Beinen sucht, sich der Heckenrose nicht unendlich emporwindet, in Brusthöhe zwei Scheinfüßchen ausbildet, die mir in die Nase kriechen und dort die Schleimhäute tapezieren. Dann brauche ich überhaupt nicht mehr zu essen, verstehen Sie? Dann bin ich satt. Das ist keine, das ist der richtige Moment. Aha, jawohl, das ist ein hochsensuell, wunderbar. Das kann man, wie soll ich es beschreiben? Es ist, was ist denn? Ja, bitte? Wenn Ihre kulinarische Erektion abgeklungen ist, dann möchte ich gerne mit Ihnen noch mal ernsthaft über die kulturelle Bedeutung des Trinkens sprechen. In der Griechenland, wir trinken nach dem Essen gerne eine Uso. Malmsheimer. Ja? Haben Sie sich mal mit dem Verhältnis der Heiligen Schrift zum Thema Alkohol beschäftigt? Also mein Verhältnis zur Heiligen Schrift war da immer etwas im Wege. Sagen Sie, was ist denn eigentlich los mit Ihnen? Sonst können Sie an keinem alten Schmöker vorbeigehen, ohne drin rumzublättern. Soll ich Ihnen mal aus dem Buch der Bücher was vorbringen? Oh nein, bitte, danke.